Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zu Stickman, Henry, Typ, der heute in eine Bank einbricht, Alter. Wie cool ist das denn? Wir brechen in die Bank ein, in eben diese. Mitten in der Pampa, die einfach nur ein grauer Klotz ist. Passt so. Nehmen wir doch gerne. Was können wir denn machen? Was davon ist denn am sinnvollsten? Wahrscheinlich ein Teleporter. Wir fangen mal mit dem Teleporter an, weil Teleporter bis jetzt immer irgendwie Glück gebracht hat. Ich erwarte einiges, mein kleiner Freund. Oh nein. Man hätte es erwarten können. Es erinnert mich jetzt gerade irgendwie an diese. Das erinnert mich an die Pflanzen in dem Dingsbums, in dem Büro von. Was ist das? Valve? Mit dieser Portalpflanze, die da so durch die Wand durch ist. Finde ich fantastisch. Würde ich auch gern haben. So, die eine Hälfte im Korridor und die andere Hälfte kommt dann im Wohnzimmer raus. Das ist das, was wir brauchen. Wir sind ein Geldsack. So, willkommen auf YouTube. Läuft ja. Wahnsinn. Guten Tag. How did we lose one? I think we should throw it in the bank. Just to be safe. Ist es jetzt schon richtig? Wir haben jetzt schon. Das zweite von sechs ist schon richtig. Ja, ist ja Wahnsinn. Das hingegen erinnert mich dann jetzt schon wieder an den kleinen Prinzen, aber wir sind in der Bank drin. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir dann jetzt direkt weitermachen. Wir machen erstmal weiter, mal gucken, was kommt. Die Fails von dem anderen Ding, da gucken wir uns wahrscheinlich schon noch später irgendwann an. Aber erstmal sehen jetzt, was passiert. So viel dazu. Ja, hat sich wohl jemand ein kleines bisschen zu früh gefreut, nicht wahr? Oder habe ich jetzt noch Chancen, irgendwie hier rauszukommen? Nein, habe ich nicht. Plötzlich Red Screen. Concept by Puffballs United. Ach, das ist ein Ending. Das ist aber nicht das einzige Ende, was dieses Spiel hat, oder? Das tun die mir jetzt eher. Was zur Hölle ist denn hier los, Alter? Vor allem, dass die diese ganzen Endings da teilweise schon zeigen. Im Ending. Die ich alle noch gar nicht gesehen habe. Was zur Hölle, Mann? Was zur Hölle bitte ist mit euch nicht in Ordnung? So, ich möchte dann jetzt statt dem Geldsack nehmen wir dann jetzt, was haben wir denn noch? Wrecking Ball, ja. I came in like a wrecking bird, ha. Ball, ha. So, bitteschön. Läuft. Klatsch mal kaputt, Alter. Ich erwarte einiges. Wunderschön. Wunderschöne Effekte. Wir sind also sehr, sehr viel begeistert. Kann man ja quasi nicht mehr sein. Ich gebe zu, es war fantastisch. Wir versuchen einfach mal einen Tunnel. Wir versuchen einfach mal einen Tunnel zu graben. Warum würden wir keinen Tunnel graben? Oh, guck, wir sind in Link to the Past. Die Schaufel ist das. Vielleicht finden wir jetzt eine Flöte. Ich möchte jetzt eine Flöte finden und da ist ein. Natürlich fahren wir genau auf eine U-Bahn-Dingsbums. Natürlich. Willkommen zurück in Fallout, Alter. Der Kladderadatsch. Da hätte man jetzt aber schon ein bisschen, also einen etwas überzeugenderen Sound einbauen können, oder? Wir nehmen dann jetzt mal die Explosion. Moment, sind das wirklich nur diese sechs Möglichkeiten? Das Spiel ist mehr nicht. Das wäre traurig. Ich wäre fürchterlich entgeistert, quasi. Hm. Ja, läuft auch. Fantastische Idee, ist immer eine gute Idee. Zu irgendwelchen Knallkörpern zurückzukehren, ist immer eine gute Idee. Wir nehmen dann nochmal den Laserdrill. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch falsch. Moment, das ist so kurz, das Spiel. Warum das denn? Das ist ja grausam. Das ist ja fürchterlich. Wir wollen das bitte nicht. Aber wir haben zum Glück noch ein Flugzeug, das wir entern können, alternativ. Also das ist so weit, so gut. Läuft dann. Oder auch nicht. Nächstes Spiel. Kurze Reise hier. Infiltrating the Airship. Warum würden wir das denn auch nicht nehmen, Alter? Remember your training. Don't mess up this time, Ralph. Natürlich nicht. Als hätte ich jemals irgendwas falsch gemacht. Ich bin immerhin ein Ninja-Strichmännchen. Entschuldigung mal bitte. Also das Puffballs United, ja. Okay. Infiltrating. Ja, dann lass mal infiltrieren, Alter. Lass mal infiltrieren und lass mal jetzt richtig coole Sachen machen, Alter. Warum auch immer wir auf diesem Tisch sind. Das ist bestimmt passiert, nachdem wir in die Bank eingebrochen sind. Finally decided to wake up. The finally decided to wake up. But your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring you down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Natürlich. Robbery, breaking yourself out of prison. Entschuldigung? Even stealing the Tunisian diamond. Aha. We've got quite a lot of counts on you. Also ist das quasi auch das letzte in der Reihe, oder was? And we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Kriegen find a way to bring him down, and you'll be a free man. Natürlich. Entschuldigung mal bitte, wer wenn nicht ich und wann wenn nicht frei? You want me to bring you in? Moment, wo gehen wir jetzt hin? Moment, ich dachte, ich jetzt. Moment, was ist das? Achso, Moment. Was kann ich denn machen? Wir nehmen das Headset. Wir nehmen zuerst das Headset und dann. Hey, check, this is Charles. Just thought I'd give you a heads up. There's a guy down there. Erzähl mir jetzt gleich ein Pfannkuchenrezept. Ich erwarte das jetzt eigentlich. Good luck. Es geht direkt weiter. Oh, wir klopfen mal einfach an. Warum nicht? Guten Tag. Was heißt denn hier? Fail. Entschuldige mal bitte. Retry. Das können wir denn mal. Wir können noch, wir nehmen einen Staubsauger. Warum würde man keinen Staubsauger nutzen, um das, was auch immer zu tun? Da ist der Beutel voll. Da sind Spinnen drin und dann kommen wir wieder klar. Das geht jetzt auch noch weiter. Hey, ja, auch.
So you should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? Yeah, incriminating, ich verstehe schon. The whole point of this operation. All right, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons. Es ist wichtig, das ist in der blauen Mappe. Any ideas? That's kind of thinking. Disguise, Kleber oder Transdimensionalizer. Hat das Ding jemals funktioniert? Transdimensionalizer, visit alternate dimension with a flick of a switch. Super, dann gehen wir mal. Wir gehen in irgendeine komische Alternativdimension mit einfach nur ein Dingsbox. Und jetzt? Fail. Wieso denn Fail? Warum das denn? Lass mich erstmal die anderen Sachen hier testen. Warte mal, wir testen erstmal diese Sachen. Wir haben, was haben wir noch? C4 und Acid. Wir versuchen mal die Säure. Wir versuchen die Säure, weil... Genial. Also und dann lieber nochmal neu mit C4-Sprengstoff. Warum auch nicht? Das war ja, das war jetzt unerwartet. Das war fantastisch. Was soll schon schief gehen, wenn man C4 nutzt? Da kriegt man ein Klong, ein Eisen davon. Mal davon ab, jede einzelne Szene in jedem einzelnen Spiel mit diesem Soundeffekt ist dieses Spiel wert. Jeder einzelne. Es gibt keine Ausnahmen. Wir versuchen diesmal einfach mal den Kleber. Weil er so schön weiß spritzt. Spider-Stock. Spider-Stock. Wir werden dieses Lied jetzt besser nicht weiter singen. Nee, also vorsichtshalber, so rein vorsichtshalber. Verstehst du? Es geht's auch noch gut. Warum geht auf einmal alles so gut? Das ist grausam. Vault oder Cells? See that record sign? Nee. Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just help you get across that gap. Mit einer Plattform, die aus dem Nichts entsteht, einer Gravity-Blase oder einem Hobo. Wir nehmen den Robo-Helper. Ja, mit Sonic gerade erst fertig geworden. Wir nehmen einfach mal den Robo-Helfer. Ja, was ist denn los jetzt hier? Warum machen wir einfach mal alles richtig? Moment, oder... Was war das denn jetzt für ein Ringsound? Das ist Bone Melt Mind Control. Ja, wir nehmen Mind Control. Jetzt, also jetzt müssen wir richtig einen raushauen. Ich glaube, er kann nicht eine Tür öffnen. Was? Möchte ich die anderen Sachen davor nochmal testen? Wir werden die anderen Sachen davor jetzt erstmal testen, damit wir eine Gravity Bubble haben. Yeah, I have this thing here that can manipulate gravity. Should be able to get you to float across. Ja, they all float. Wenn wir irgendwas in letzter Zeit gelernt haben, dann zumindest das. Up oder down. Up and down. Ach, muss ich das jetzt auswählen? Das macht er. Up and down. So, zurück in den tollen Liedern der... waren das noch die 90er? Wahrscheinlich waren es schon die Nullerjahre. Ich habe keine verdammte Ahnung. Es ist so lange her alles, dass ich mir das quasi nicht mehr merke. Es wurde verwunderlich genug, dass ich das Lied noch kenne. Ja, ist klar. Fantastisch. Das sind die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Wer auch immer Charles ist. Hey, look, Charles ist hier. Ja, immerhin. Man muss zufrieden sein mit dem, was man bekommt in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Wir gehen dann wohl mit unserem Robo-Helper mal wieder zurück, nicht wahr? Wir versuchen mal, Knochen zum Schmelzen zu bringen. Warum würde man das nicht versuchen? Wir versuchen so brutal wie möglich, wenn wir schon mal hier sind. Hat sogar funktioniert, ist ja Wahnsinn. Oder er kommt jetzt zurück aus der Welt der Knochen und sagt, haha, hier bin ich wieder. I think nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Damn, damn, das klang jetzt für mich ein kleines bisschen Ninja-Star. Oh ja, wir erschrecken dir. Just blew right into the propeller. Oh, what a mess. Hatte ich Zeitdruck oder was? Wir versuchen aber, wir haben hier noch was gehabt. Wir haben noch die Remote Access und eine Gatling Gun. Die ist alleine schon wert. Ja, macht doch jetzt mal klar da, Mann. Okay, warum würde das nicht passieren? Warum würde das nicht passieren? Alright, get to bring out the big guns. Big guns, sagst du? Guns. Dann lass mal die Guns raus. Super, danke schön. Ist ja sehr hilfreich von dir, dass du das getan hast für mich, du kleiner Lappen. Muss ich jetzt, glaube ich, dann schnell reagieren, wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe. Wir reagieren schnell. Wir reagieren schnell und erschrecken ihn mehr, als wir jemals jemanden sofort erschrocken haben. Oh, hello, Mr. Spider. Wie plump, Alter, aber es gefällt mir. Ich möchte gerne mehr plumpe Sachen haben. Guys, there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Ja, ich sehe schon. Oh ja, das sieht toll aus. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Ja, am besten. Ach du liebe Zeit, plötzlich Mass Effect. Warum auch nicht? Make animal noise. Meh. Okay. I don't understand what that means. Ja, du kannst ja trotzdem mal damit arbeiten, du kleiner Blödmann, Alter. Reroute the power. I don't need your help. Ich brauche keine Hilfe. Wir brauchen keine Hilfe. Wir können das selbst. Ich bin eine eigenständige Stickman-Frau. So. Hat doch gut funktioniert. Meine Fresse, man muss ja nicht immer nur rumheulen. Was war denn bei dem Typ davor jetzt noch? Ninja Star.
Das ist ja... Entschuldige mal. Falcon Punch! Das ist immer das passiert, wenn Falken mich treten. Was würden wir diesmal sagen? Mach mal den Strom aus. Ich vermute mal, dass das nicht richtig ist, weil es zu plump wäre. Der geht doch einfach, oder sind das... Jetzt schützt das Schiff. Super. Fantastisch. Ja, Versuch war es wert. Komm. Also man muss schon mal... So viel muss man eingestehen, Alter. Dann lenk mal den Strom mal um. Der arme Typ, der kann ja gar nichts dazu, der war überhaupt nicht involviert. Tank in a box. Also quasi ein Panzer im Karton. Moment, wir nehmen Flashbang. Flashbang ist bestimmt gut. Wenn ich irgendwas so Counter-Strike gelernt habe, was ich nicht gespielt habe, dann... Da fehlten aber nur... ich meine, es fehlt ja theoretisch nicht mehr viel. Ja, Sleeping Gas. Genau, wir nehmen Schlafzeug. Toll, danke. Vielen lieben Dank, dass das alles so gut funktioniert hat. Dann nehmen wir mal eine Bananenbombe, ist wahrscheinlich auch noch das, was funktioniert. In meinem Headset? Nee, ich drück da jetzt nicht drauf. Hinterher explodiert ja auch irgendwas. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen, aber die Bananenbombe noch. Guten Tag. Aber der schießt mich dann noch direkt da rein. Hat er uns geholfen? Er hat uns geholfen, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Mann. Private Investigator, Alter. Ja, lass mal machen, Mann. Aber ich möchte das eine Ding da nochmal versuchen. Die Bananenbombe. Ach so. Wir haben noch nicht den Cannonball versucht. Wir versuchen mal eine Arschbombe einfach. Kann man den mal machen. Ah, mit Arschbombe auf dem Flugzeug. Ist erfolgsversprechend. Okay. Du. Das glaubst du doch selbst nicht. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Laser, natürlich Laser. Entschuldige mal bitte. Ja, nee, ist klar, Alter. Sehr schön. Ich versuche die anderen Dinger am Start lieber vorher nochmal. Wir nehmen mal erstmal die Grappling Gun. Ich meine, ist natürlich die Frage, geht hier irgendwas schief oder haben die alle irgendwie eine Story? Das ist natürlich jetzt die Frage. Die haben scheinbar alle eine Story. Ja gut, dann warten wir mal einfach. Wir warten mal einfach und dann ist alles gut. Jetzt kommen die NPCs wieder und ich kann die und die Shops sind neu aufgefüllt. Also das war es. Das war auch noch richtig. Teilweise habe ich das Gefühl, dass das, was irgendwie am absurdesten ist, funktioniert. Wir gehen mal an den Computer. Ist immer gut. Secret Files. Top-Hat Files. Civilization 5. Gut, da muss man Prioritäten setzen, wenn man gerade schon mal auf so einer Mission ist. Und wieder warten wir. Das ist Wahnsinn. Dafür haben wir Stickholm quasi eingenommen. Und der Chef guckt uns böse an. Wir gehen dann wohl mal besser in den Aufzug. Landen wir jetzt in North Hare? Ich würde gerne in North Hare landen. Das war... Natürlich. Was habe ich erwartet? Es konnte ja gar kein Aufzug sein. Was habe ich auch erwartet, als was anderes, als durch die Luftschacht zu gehen? Das Ding. Wir brauchen das Ding. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, also führt es so im Kreis, ja? Jetzt möchte ich auf die andere Seite rüber. Wir nehmen mal irgendwelche Kaugummis. Die Kaugummis sind immer fantastisch. Also mit Hubba Bubba kommt man... Ein Versuch war es wert. Was ist, wenn wir einfach springen? Ich will einfach springen. So wie er flattert, geflattert. Es funktioniert jetzt auch. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. Natürlich, was auch sonst, Alter. Oh, herrlich. Oh, ja, ich möchte gerne Wizard Magicka. Die sind alle drei von vier fantastisch. Es würde wahrscheinlich, wenn ich magische Kräfte hätte, es würde exakt das passieren. Nichts anderes könnte jemals in Frage kommen, als das zu portieren für dich. Ich hoffe, das Hacken nicht funktioniert. Ich möchte gerne den Power Glove haben. Lass mich den Power Glove dingsen. Das Ding möchte ich übrigens auch mal gerne haben. Das wäre mal was. Da könnte man einen schönen Stream draus machen, aus dem Power Glove. Ich würde wahrscheinlich alles. Ach, das ist auch noch falsch. Traurig ist das denn? Ja, nee, ist klar. Warum auch nicht? Immerhin. Jetzt können wir unten durch die Tür durch. Ist so bekloppt. Ah, dafür haben wir den Diamanten wieder geklaut. Wir haben den Diamanten wieder. Also beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich, was weiß ich, eher ein Rupee oder sowas ähnliches. Clawpack oder Shrinken, Bro. Eine Gravity Gun. Ah.
Dann halt Shrinken Grow. Wir werden jetzt Liebling, ich habe die. Ach nee, das macht er auf das Ding. Ich dachte, wir machen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Nee, ist klar. Hallo Popeye, warum wäre Popeye auch nicht da? Warum wäre Popeye nicht da? Beantworte mir die Frage doch mal. Alarm. In the vault? What? He's gone rogue? Alright, move to plan B. Call reinforcements and move in. Okay. Yes, Jeffrey, Da, komm mal klar, Mann, erst mal ein bisschen spielen. Oh. Ja, immerhin lande ich zum Glück auf dem Propeller. Ansonsten wären wir jetzt sehr wahrscheinlich Tohoto. Ja, was willst du tun? Ja, bitte. Das muss jetzt. Was hätte so toll funktionieren können? Wie traurig ist das denn jetzt? Ich hab gedacht und gehofft. Eine Power Armor. Wo auch immer er die plötzlich hernimmt. Ja, die Musik. Ich kann mich genau an diese Musik aus Fallout erinnern. Ich meine, es klingt eher nach Power Rangers als nach Power Armor, ehrlich gesagt, aber. Und es sieht fantastisch aus. Also, so ein Ding würde ich mir quasi dann auch noch zulegen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt trotzdem. Warum ist das Ding auf einmal wieder groß? Und die Dinger stürzen, die Typen stürzen auch noch ab. Die Fallout-Arme hat uns den Allerwertesten gerettet, Mann. Wie cool ist das denn? Wir müssen uns jetzt wehren, muss ich jetzt immer noch flüchten. Warum ist er dann Dingsbums? Wer sind die beiden? Können sich Shoryuken. Versteh gar nicht mehr, was passiert? Er hat eine Captain Sparkles Mütze auf. Oh, dünn. Depp. Muss ich jetzt davon einen aussuchen? Warum steuere ich denn jetzt die Typen? Wir nehmen das Ding, was auch immer es ist. Reading Disk. Gaben. Discrete Error. Attempting Data Recovery. Was? Half-Life 3? Wird Half-Life 3 endlich erscheinen? Haben wir endlich Half-Life 3 confirmed? Haben wir es endlich geschafft? Nach all den ganzen Jahren? Wie unbefriedigend ist das denn jetzt, bitte schön? Dann nehmen wir mal Alcat MK. MK. Ja, geil auch. Zumindest haben wir ein paar Laser an Bord, die dann. Das fliegt jetzt. Wo kamen jetzt die Düsenjets auf einmal her? Was war das denn jetzt? Ich meine, das ist da raus, sehe ich, das kann ich ja noch verstehen mit großen Lasern aus irgendeinem Flugzeug, aber. Was war das denn jetzt, Alter? Was geschieht? Haben wir jetzt gewonnen? Du kannst ja einfach mal. Du kannst ja einfach meinen Hubschrauber angreifen. Nein, das macht man nicht. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. Ja, es reicht, der hat eine Goldkette mit dem Dollarzeichen dran. Was? Wir müssen flüchten. Was geschieht? Warum habe ich gepinkelt? Jetzt bin ich leichter. Jetzt funktioniert das alles. Ich geh doch einfach. Oh, das kann. Was? Leg ich mich jetzt mit dir an? What? We got what we came for. Warum bin ich nicht mehr zu sehen? Was? Pure-blooded Thief. Oh, warum denn? Versuch nochmal die Sticky Hand. Oder funktioniert hier tatsächlich jede von? Das kann ich mir schon kaum vorstellen. Die funktioniert auch. Jede einzelne von diesen Startdingern funktioniert. Das ist ja merkwürdig. Zero Point Energy. Genau das würde ich wahrscheinlich auch tun, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Genau das und nichts anderes, Alter. Bin ich jetzt einfach raus? Habe ich jetzt einfach gewonnen. Das wäre fantastisch, wenn ich das mal täte. Das war tatsächlich schon das Ending. Ja gut, das hat sich ja gelohnt. Also das so viel kriegen wir hin. Und jetzt, nein. Oh, ihr Schweine. Das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit rauszukommen. Das heißt, ich sterbe hier so oder so. Wir flüchten dann wohl mal mit dem Thruster. Mal öfter mal was Neues, weil das haben wir ja noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht und dann müssen wir davon fliegen und. Schon beinahe was von Flappy Bird. Alles, was irgendwas mit Flappy Bird zu tun hat, ist, wie wir alle wissen, total fantastisch, nicht wahr? Da können wir auch noch so einen 6-Stunden Livestream draus machen, oder? Flappy Bird. Wäre nicht fantastisch. Habe ich gewonnen? Oh, da ist der Ziel wieder aus der Bank. Hurra, Spikes. Wir brauchen unbedingt mehr Stacheln. Aber
komm schon. Man kann mir nicht immer alles kaputt machen. Jede einzelne Hoffnung, die ich habe, kann man nicht immer sagen, nein, das ist jetzt doof. Boost. Das ist ja auch falsch. Warum denn? Die Idee war so gut. Was fehlt jetzt noch? Was war das andere? Eject, ne? Was war das andere? Eject. Wir machen mal Eject. Und damit gewinnen wir jetzt die goldene Ananas. Die goldene an der Nas. Hurry up now. Activate the doors. Oh, oh. Du musst den Morphball machen. Ja. Nee, ich dachte, es wäre Morph... Das sah aus wie Morphball. Ich war so glücklich. Ich war so glücklich und keiner mehr... Nein! Was müssen wir machen? Wir machen mal das Unterste. Ja, ja, activate mal the doors. Wir machen das Unterste. Wir machen das Unterste und dann werden wir gewinnen. Dann werden wir gewinnen. Und zwar genau jetzt. In einer anderen Dimension. Moment, nein. Ich bin zurückgegangen. Och nö. Metal Fist. Ich möchte gerne einen Metal Fist. Hallo, Herr Lannister. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die auch nicht weitergebracht, ne? Hättest du mal lieber nicht gemacht. Hättest du mal besser nicht gemacht. Stattdessen dann jetzt der letzte Wort auf jeden Fall. Vielleicht jetzt Bohnen. Oh, ich weiß, worauf das hinausläuft, Alter. Ich kann mir schon vorstellen, worauf das hinausläuft. Das wird fantastisch. Wir brauchen kein Spinat. Wir nehmen Bohnen zum Pupsen. Hurra für mehr Furzantrieb. Das letzte bisschen musste noch sein. Metal Band Rocket Jump oder Techno Trousers. Wir nehmen mal die Techno Trousers. Plötzlich Final Fantasy 5, 7, 6. Tschüss. Warum hat es ihn einfach angeschnallt? Rocket Jump? Wäre das jetzt nicht die falsche Richtung? Der hat ja jetzt den Ausgang nach oben gemacht. Das würde ihn doch dann nach unten drücken, oder nicht? Moment, wir haben ein Duell. Wir nehmen natürlich Jojo. Natürlich, was auch sonst. Plötzlich Earthbound. Heilige Scheiße. Was muss ich machen? Sei. So sieht es, sie auf einmal Earthbound eingebaut haben, Mann. Wie cool ist das denn? Muss ich jetzt, ist das jetzt ein echter Kampf? Das wirkt schon fast so, als wäre es ein echter Kampf. Nein, ist es nicht. Henry got hurt and collapsed. Ja, gottverdammte Scheiße. Aber Earthbound, Alter. Wir machen mal Guts. Wir machen Guts. Multi-Bottle Rocket. Damit muss ich jetzt gewonnen haben. 2000 HP Schaden, you won. Wie cool ist das denn? Nicht, dass Geigers jetzt kommt. Ich möchte Geigers nicht hier haben. Geigers ist ganz schön gefährlich und dann gibt's in Earthbound immer diese eine Werbung, wo man dran gerieben hat und hat die gestunken in der Zeitung. Das war fantastisch. Glider oder Jetboost Beef Up. Wir nehmen Beef Up. Wir machen jetzt wieder das Duschbrecken-Workout, weil wir es können. Ich hole jetzt nicht meine Mütze raus. Das war doch falsch. Ja, Gott sei Dank habe ich die Mütze drin gelassen. Stell dir mal vor, es wäre schleckig gewesen. Das wäre jetzt irgendwie zu logisch. Ich bin entrüstet, dass das jetzt funktioniert hat. Ohne Scheiß. Das kann nicht einfach funktionieren. Irgendwas, was Sinn macht. Macht. Oh, brennen wird Krutz. Das ist vollkommen zurecht. Listen, you defeated my right-hand man. You defeated me. I surrender the airship to you. Der ist sowieso reich, der hat zwei Hüte. Fällt mir jetzt erst auf. Now just get him to us and you'll get your life back. Ja, aber warum kommt ihr nicht einfach zu mir und holt mich ab? Warum muss ich jetzt wieder entscheiden und muss wieder sterben, Dummies? Wir werfen mal ein paar Dummies. Oh, Moment, das heißt ja, dass wir jetzt mit dem zusammengearbeitet haben. Oh nein. Aber die können wir ja sowieso nicht trauen. Die haben uns aber vorhin ja auch über den Haufen geschossen. Das, meine Damen und Herren. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn das kein perfektes Ende ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Meine Damen und Herren, für das letzte dieser Stickman-Spiele. Bitte, den Like-Run kaputt. Busch, busch. Die letzten. Wir hatten ja sogar zwei. In den Kommentaren, welche davon war euer Lieblingsding? Was war insgesamt von allen diesen Dingern eure Lieblingsszene? Ich glaube, das Pokémon-Ding wird wahrscheinlich immer noch überwiegen. Schön, dass ich meine Frage direkt selbst beantworte. Und wie traurig ist es, dass es vorbei ist, Mann. Die Stickman-Spiele sind zu Ende. Es ist grausam. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Oh, wie selbwinkenderweise, wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.